das ist mein Bild der Woche. Es zeigt zwei Menschen auf einer Demonstration nach dem Anschlag in Orlando, die sich in ihrer Trauer einander zuwenden und sich stützen und sich nicht in Hass und Angst voneinander abwenden. Dieses Bild symbolisiert für mich die einzig richtige Antwort auf einen Anschlag von Orlando. Wir dürfen uns nicht in Angst und Hass voneinander abwenden. Genau das tun, was Terroristen oft mit ihren Anschlägen bezwecken wollen. Denn Angst und Hass sind die größte Bedrohung für unsere offenen, freien Gesellschaften. Es ist mein Bild der Woche, weil es eine Antwort ist auf den ekelhaften Versuch von Donald Trump und seinen Anhängern, Profit zu ziehen aus den furchtbaren Anschlägen für seine xenophobe, ausgrenzende Politik. Ich werde nicht aufhören, in Schwulenbars zu gehen und zu tanzen. Und ich werde nicht aufhören, mich für die Gleichberechtigung von Muslimen einzusetzen.